Piece by Piece mit Silke Liniewski. Piece by Piece, der zweite Teil mit Joala Gamper, Künstlerin, Science-Künstlerin. Wir haben gerade schon gehört, was sie Wunderbares an Science, an ganz tollen, ganz eigenen Zeichen im Claudia-Schlössl in Österreich erschafft. Und um so ein bisschen mehr ins Persönliche zu gehen, ziehen wir jetzt für den persönlichen Teil eine Karte aus dem Science-Set von Joala. Ich darf ziehen, hast du gesagt, ziehen. Ne? Mhm. Also ich habe die ja vorher schon, gemischt. Mhm. Und wichtig ist dann auch, eine Intention hineinzugeben oder einen Gedanke oder einfach einen Wunsch oder eine Frage. Und ich habe gesagt, okay, ich wünsche mir die Antwort für die Energie dieses Interviews und was unterstützt uns beide darin. Mhm. Ich habe gemischt und du ziehst. Okay. Was, die erste? Oh. Wolle, was komme. Wolle, was komme. Wolle, was komme, heißt die Karte. Ja, ganz spannend. Ich glaube, ich lese einfach mal vor, was ich dazu geschrieben habe. Das ist die 54, die letzte Karte aus zum Sein-Karten-Set. Die hat nämlich 54 Karten und die letzte Karte. Mhm. Wie gut das tut, das zu wollen, was kommt. Erwarte alles, was du erwarten willst. Träume, Wünsche. Lass geschehen, dass es sich zeigt. Erwarten ja, erzwingen nein. Es ist eine so feine Linie dazwischen, die es jetzt zu finden gilt. Die Balance von haben wollen und sein lassen. Wenn du zu stark willst, wird es ein Muss und damit zum Kampf. Lässt du aber zu sehr die Flügel hängen, verpasst du die Gelegenheit zum Tanz. Wolle, was komme und komme, was wolle. Juhu, angekommen. Ja, angekommen sind wir auf jeden Fall. Und wie spannend, dass es die letzte Karte in deinem Set ist und eben gerade die erste war, oder? Also es war ja die oben auch. Die oberste, es war die oberste und war die letzte, ja. Man kann natürlich auch in alles eine Bedeutung hinein geheimnissen, aber muss man nicht. Und trotzdem kann man sich berühren lassen von dem. Ja. Und ich denke, das passiert wirklich bei den Seins und wie wunderbar. Es war im Übrigen, ich bringe das noch ganz kurz ein, das erste Sign, was ich von dir gesehen habe. Genau diese Karte war das erste. Ich habe auf dem Weg hierher meinem wunderbaren Kameramann Bernd noch genau von diesem Sign erzählt. Also so viel nochmal da. Genau, vorweg. Du hast zwei Malers die auch deine Signs mit beinhalten. Jetzt haben die auch genau die Themen, die ich im persönlichen Bereich immer habe. Freude und Liebe. Was sind Freude und Liebe für dich? Was bedeuten Freude und Liebe für dich? Also ich habe jetzt heute Freude und jetzt. Oh, ja, okay. Aber Freude und Liebe, es gibt auch eine Liebemaler. Mhm. Freude und Liebe, was ist Freude und Liebe? Auch in der Kombination? Wie du magst. Wie ich kannst mag. Sie auch einzeln hintereinander. Mhm. Freude und Liebe liegen ganz dicht beieinander. Und es ist eins bedingt das andere. Also wenn ich liebe, freue ich mich. Wenn ich mich freue, dann kann ich auch nur lieben. Und ich liebe das, was ich sehe und das erfreut mich. Und wenn ich erfreut bin, muss ich es lieben. Also es hängt einfach total zusammen. Ja, und so gehe ich auch mit den Malers um. Also weil du wirst dich vielleicht fragen, warum ich zwei Malers trage. Also ich könnte jetzt sagen, der Trend geht zur Zweitmaler, was ich ganz witzig finde. Und es ist wirklich so, es macht mir riesen Spaß, zwei Malers zu tragen, weil dann kann ich total experimentieren, was passiert denn, wenn ich jetzt und Freude zusammentrage? Natürlich kann ich auch schauen, was passiert, wenn ich nur Freude trage. Aber für mich persönlich ist es so, dass ich total gerne mit den Seins auch experimentiere und in meinen Tag einbaue, in meine Nacht einbaue, in mein Leben einbaue und schaue, was passiert denn eigentlich mit mir, wenn ich mich mit den Seins umgebe. Und das macht auch so eine Riesenfreude im Jetzt. Ja, dass ich nur sagen kann, wow. Experiment gelungen quasi. Sozusagen, ja. Ja, ja. Was bedeutet denn Frieden für dich, wenn wir schon bei diesen Bedeutungsfragen sind? Frieden ist völlig unterschätzt. Also ich merke das bei der Seinkerze Friede. Wir haben ja die sechs Lichtarbeiter und eine davon ist Friede. Und Friede wird
behandelt wie ein Stiefkind. Das ist unfassbar. Und ich mache ohne Ende Werbung für Friede, weil ich sage, hey, wenn du in dir selber nicht im Frieden bist, wenn du mit dir nicht im Frieden bist, wie willst du denn, dass Weltfrieden herrscht? Wie willst du denn, dass die Kriege aufhören? Fang bei dir an. Oder noch besser, ich fange bei mir an, bevor ich dir sage, dass du bei dir anfängst. Also darum geht's. Und ich denke, das ist die Basis von allem. Wie kann ich erleuchtet werden, ohne friedlich zu sein? Mit mir, ohne in Frieden zu sein? Ich glaube, wenn wir wirklich tief angekommen sind in dem So-Sein und in Frieden sein können mit dem, was wir sehen, dann wandelt sich alles in einen Frieden hinein. Und das ist ja das, was wir wollen. Du hast vorhin schon mal angesprochen, du hast lange gesucht nach dem, was deins ist auf der spirituellen Suche. Und du hast sicherlich auch ganz viel kennengelernt. Was ist so das, was dir wichtig geworden ist, dann, um bei dir anzukommen, um in diesen Frieden mit dir zu kommen? Mich immer wieder herauszunehmen aus den Geschichten, von denen ich glaube, dass ich in diesen Geschichten bin. Ich habe mir angewöhnt, in einer Geschichte, in einer Tragödie, was auch immer, was in meinem Leben gerade aktuell ist, auch mal den Platz zu verlassen, die Bühne zu verlassen und von außen drauf zu schauen. Und das ist eine ganz, ganz spannende Übung, weil damit kann ich mich aus der Illusion, also ich kann diese Illusion erkennen, dass ich nicht diese Rolle bin, sondern ich spiele diese Rolle. Und ich kann damit auch aus der Identifikation herausgehen. Also ich muss mich dann nicht mehr länger identifizieren und kann viel freier entscheiden, was als nächstes zu tun ist. Also wenn ich diese einzelnen Personen, die in einem Schauspiel mitspielen, als Schauspieler erkenne und das Ganze als Schauspiel, bin ich viel eher fähig, das Ganze zu gestalten und mitzuentwickeln, wo es hingehen könnte. Und welche Rolle spielst du darin am liebsten? Wo sagst du, du hast vorhin schon so schön gesagt, ich bin Material Girl. Das finde ich ja herrlich, so als Ausdruck, gerade mal in diesem Zusammenhang. Welche Rolle spielst du gern? Die Rolle spiele ich gern auch der spirituellen Frau, die auch gerne ein bisschen herauslockt aus dem Ach so heilig. Mhm. Ja? Also die Frau, die auch sagt, hey Leute, erschafft euch doch das, was ihr euch erträumt und schiebt doch euer Glück nicht so vor euch her und lebt das, was ihr wollt und träumt euer Leben und lebt euren Traum und glaubt daran, dass ihr das schaffen könnt und dass es wahr werden kann, was du dir erträumst. Und wenn du dir das Haus am Meer wünschst, hey, gib das nicht auf, ja? Nur weil du glaubst, es sind niedere Werte, materielle Werte sind keine niederen Werte. Sie sind nur nicht alles. Mhm. Und es macht aber so viel Spaß, weil wir nun mal in diesem Körper sind und in der Körperlichkeit und natürlich auch schauen wollen, dass es alles herum auch harmoniert mit meiner Körperlichkeit und mit der Schönheit, die wir alle so mögen und lieben. Dann erschaffe ich mir doch ein schönes Leben. Das macht mir am meisten Spaß, ein schönes Leben erschaffen. Am liebsten mit geliebten Menschen zusammen, in einer tiefen Begegnung, wo ich sage, ja, das macht Sinn, das macht Sinn. Und ich muss hier nicht gehen und dem Ganzen hinterher trauern, was ich nicht getan habe, was ich verpasst habe, wo ich Angst hatte, das zu tun, das nie getan habe. Mein Meister, mein spiritueller Lehrer hat immer gesagt, zünde deine Fackel von beiden Enden her an und lebe so feurig und flammend, wie es geht. Und mein Name Jwala heißt ja auch Flamme. Und ich denke, ich lebe das schon so. Und es möglicherweise, manchmal denke ich mal, vielleicht verbrenne ich zu schnell, aber so Wort, ich habe gelebt. Ich lebe immer noch, Gott sei Dank. Ja, und das mit Freude und gut, oder? Also es fühlt sich ja eher warm und heiß an, als irgendwie, sind ja keine Kohlen. Genau. So. Ja. Einfach lebendig, pulsierend, freudig, dankbar und zuversichtlich. Du hast gerade deinen Meister angesprochen. Was ist so, wer hat dich inspiriert oder was inspiriert dich auf deinem Weg bislang und jetzt auch? Also ich habe ganz früh begonnen, meinen eigenen Weg zu suchen und bin als junge Frau schon nach Griechenland, weil ich gedacht habe, da finde ich es vielleicht und habe dann auch sehr spirituelle Erfahrungen gemacht, weil ich dort lange Zeit am Strand gelebt habe unter einem Baum und da auch dann mit der Natur in Verbindung kam und mit meiner eigenen Natur. Und dann kam ich zurück und war total verändert. Und in dieser Veränderung
war ich natürlich noch mehr auf der Suche. Wo ist denn das dann auch in Deutschland und in meiner Heimatstadt? Und wo finde ich das dann, was ich suche? Und da, in der Zeit kamen so die ersten Schüler von Osho zurück, von dem früheren Bhagavan aus Indien. Und da habe ich gewusst, als ich ein Bild von ihm gesehen habe, der hat gesagt, ich bin gekommen, um euch zu verwirren. Mhm. Und da war bei mir klar, das ist mein Meister. Also ich war nicht verwirrt, sondern bei mir war es eher klar, das ist mein Meister. Und seitdem ist Osho mein Lehrer, auch mein spiritueller Lehrer, der mir einfach meinen Weg, der meinen Weg begleitet hat bisher. Und aber ich muss es nicht an die große Glocke hängen. Das bleibt unter uns, okay? Ja, das ist total geheim. Und was gibt's sonst, was dich, also das ist ja so ein Hintergrund wie so ein Basislager, was gibt's sonst, was dich inspiriert? Es inspiriert mich total, dieses Leben zu erproben, auch mit dem wirtschaftlichen Aspekt. Also seitdem ich das für mich entdeckt habe, wie viel Spaß es auch macht, Geld zu verdienen, also wirklich nicht des Geldes wegen, sondern einfach zu sehen, du kannst was tun, du kannst aus dir heraus was erschaffen, was andere mögen, also dieses Zusammenspiel von Menschen, die auch gleichzeitig Kunden sind und überhaupt, und dann sind es auch keine Kunden, es ist völlig egal, also dieses ganze Spiel, in dem wir uns gegenseitig in die Größe hinein beobachten, wo wir erproben, wie es geht, ohne Angst zu sein und in dem Ganzen uns zu entfalten und natürlich auch ein Business zu machen, wenn es sein soll, was Spaß macht und Freude macht. Also dieses Leben gut zu leben, das macht mir am meisten Freude. Ja, ich danke dir sehr für diese wunderbaren Antworten für Wolle, was komme. Gerne. Und ich habe dir eine Kleinigkeit mitgebracht. In all dem Schönen habe ich ein paar Rosenkekse für dich gebacken. Das sind spezielle Frauenkekse, weil es tatsächlich Forscher herausgefunden haben, dass diese Rosen und der Rosenduft uns glücklich machen und gesund machen. Und deswegen bist du die Erste, die jetzt beschenkt wird mit Rosenkeksen. Das war mein neuer Versuch. Ja, vielen Dank. Magst du mal riechen? Ja. Darfst doch einen haben. Ja. Ja, wirkt schon. Wie in meiner Küche. Ja, danke schön. Juala, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Alles Weitere zu Juala gibt's hier. Und ja, viel mehr Interviews von Piece by Piece gibt es natürlich auf www.piecebypiece.de und immer gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren. Da sind wir ganz glücklich. Das gibt bestimmt auch ganz viel Frequenzerhöhung auf allen Ebenen. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank fürs Teilen.